So, ja und damit hallo und herzlich willkommen in Richtung YouTube zu einer neuen Aufnahme in einem legendären Livestream auf lordheavyput.tv und also auf Twitch. Und wir sind wieder dabei bei Edit Force 2 und ich spiele schon wieder mit der Tür rum, finde ich sehr gut. Wir sind wieder am Start und wir müssen, ich muss mal kurz gucken, wir müssen uns mit Telsia oder Clea treffen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die beiden sind. Der Dialog von der Telsia war nämlich nur rudimentär abgeschlossen. So. Oh, der Yannick ist ein Burgherr und bald Kaiser. Wow. Ist auch schon ordentlich dabei. Ich liebe dieses Schiffdesign. Ein wunderschönes Schiffdesign. So, also Mittwoch 7-Stunden-Stream. Nein. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht mit Ihnen unterhalten. Ach so. Du starrst einfach bloß auf die Wand hier, oder was? Finde ich gut. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht mit Ihnen unterhalten. So, Turbolift. Hazard-Quartiere. Schau mal. Ja, schau mal, Kupuru. Kriegen wir alles hin. Ich finde es töricht, vom Captain Quindo zu trauen. Bei allem, was er getan hat. Da übertreiben Sie es aber etwas. Wenn ich richtig gehört habe, wird das Hazard-Team ihn strengstens im Auge behalten. Wie dem auch sei, jedenfalls hat er einen Angriff auf die Enterprise zu verantworten. Er kontrolliert eine Armee. Und wir lassen ihn einfach so gehen? Ich glaube, Sie missverstehen da etwas. Der Angriff war skrupellos. Etliche meiner Freunde liegen immer noch auf der Krankenstation. Das kann man nicht missverstehen. Für einen Vulkanier ist das sehr emotional. Ah, Telsia. Hallo, Telsia. Hallo. Wie schön. Sie waren in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Allerdings, ich habe viel erforschen müssen. Mit der Idril? Höre ich da etwa Eifersucht? Und höre ich da Angst? Angst? Wovor? Vor uns. Wir hatten nicht viel Zeit, uns wieder ineinander zu gewöhnen, seit ich auf der Enterprise bin. Das ist es nicht. Es ist die Dallas. Die Dallas? Als ich auf dieses tote Schiff trat und die Körper sah und dann herausfand, dass sie die sichere Station nicht erreicht hatten... Was? Telsia, ich dachte, sie wären tot. Wir haben im Delta-Quadranten oft dem Tod ins Auge gesehen. Aber ich habe sie nie tot gesehen. Ist das so schlimm? Sich vorzustellen, ich sei tot? Nein, sondern dass sie leben. Erklären Sie mir das. Telsia, ich bin so dankbar, dass sie leben, dass ich es mir kaum vorzustellen wage, sie zu verlieren. Oh. Natürlich, und gleich wieder am Tablet arbeiten. Das kann ich ja leiden, sowas. Ich sag gleich Hebi zu dir. Dass die Exomorphe sich gegen ihren Meister wenden, ist eine schreckliche Lektion. So, sind die ein Paar oder verliebt? Und sprechen sich mit sie an. Kräfte wie diese können einfach nicht kontrolliert werden. Willkommen in der deutschen Übersetzung. Grindo hat den Preis für seine Arroganz gezahlt. Dass die Exomorphe sich gegen ihren Meister wenden, ist eine schreckliche Lektion. Okay, damit ist der ganze Plot auch zu Ende. Es ist wirklich gut, dass Sie Quindo überzeugen konnten, uns zu helfen. Ich glaube nicht, dass Sid es noch länger geschafft hätte. Ja. Bin ich froh, dass ich genügend Vorräte an Bord des Schiffes hatte. Das wäre sonst etwas knapp geworden. So, was? Jeder hat seinen Kink. No King Shame. Wink wonk. Es ist wirklich gut, dass Sie Quindo überzeugen konnten, uns zu helfen. Ja, es ist halt nur, ja. Nee, aber ich glaube, das liegt tatsächlich an der Übersetzung. Entertainment Programming. Also, Spaßprogramm Hepi Alpha 1 starten. Jetzt. Datei nicht gefunden. Ha! Versage. Ja, mein Twitch-Channel hier gar nicht drin. Das ist... Ha! Die Sternenflotte hat keinen Sinn für Ästhetik. Natürlich sind alle Türen zu. Es sind ganz schön viele Sterne da draußen.
und natürlich eine riesige Sonne. Spaßprogramm, ich bleibe bei meiner King-Shame-Theorie. Ja, genau. Kräfte wie diese können einfach nicht kontrolliert werden. Ja, okay. So, Replikator, einen Kaffee bitte. Mit doppelten Espresso. Mach einen vierfachen Espresso draus. Okay, geht nicht. Ha, so. Hey, Monroe. Ich habe ein neues Spielzeug für Sie. Ich liebe Spielzeuge. Telsia Murphy. Gut, ich kann in ihre Tür nicht rein. Dr. Clear ist wunderschön. Es ist schwierig, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ja. Bitte, Lieutenant, ich muss wirklich wieder an die Arbeit. Wachdienst ist zwar langweilig, aber wichtig. Ich bin beschäftigt. Dr. Clear ist wunderschön. Ja. Ey, Spammen! Wieso Shame? Geht das eigentlich noch? Na gut, geht nicht. Wo ist denn die Waffenkammer? Ach nee, das sind die Hazard-Quartiere. Ich muss zu Hazard Operations, glaube ich. Ist ein bisschen Verwechslungsgefahr. So. Wieso Shame? Ja, weil, keine Ahnung. Deck 8, Waffenkammer. Wo bekommt ihr eigentlich die neuen Waffen her? Die docken ja nirgendwo an. Ja, die bauen die halt. Die sind so intelligent, die können Sachen replizieren und dann bauen sie halt die Waffen. So funktioniert das. Also es ist ungefähr so, wie wenn du in einem RPG rumläufst, Ressourcen sammelst und dann stellst du plötzlich unterwegs eine neue Waffe her. So auf dem Niveau funktioniert das dann. Hier sind auch keine versteckten Schiffe. Schiffi, Schiffi, Schiffi. Hallo. Ich habe eine Flechtengattung gezüchtet, die dazu fähig sein sollte, im Vakuum zu überleben. Und was soll ich tun? Ich möchte gerne eine kleine Probe des Materials in den Weltraum beamen und es nach einer kurzen Zeit zurückholen, um meine Theorie zu überprüfen. Haben Sie dazu die Genehmigung des Käpt'ns eingeholt? Ich habe dem Käpt'n meinen Vorschlag unterbreitet. Ich bin sicher, er wird einverstanden sein. Ich fürchte, ich muss sein Einverständnis haben, bevor wir fortfahren. Das ist sicher kein Problem. Sie müssen wenigstens so lange warten, bis wir unser Ziel erreichen. Meine Mission an Bord der Enterprise ist, seltene Flora zu erforschen. Alles andere ist nebensächlich, ganz besonders alle Arten von Fauna. Sie sollten wirklich einmal mehr Zeit mit Personen verbringen, anstatt immer nur mit ihren Pflanzen. Ich habe vom Counselor sowieso schon den Auftrag bekommen, mich als Erholungsoffizier einzusetzen, damit ich mit der Crew vertrauter werde. Dadurch verschwende ich ohnehin schon zu viel Zeit, die ich eigentlich den Pflanzen widmen müsste. Na dann, viel Glück. Ich kann das nachvollziehen. Hey, Monroe. Schön, Sie zu sehen. Hey, ho. Cooler Bart. Hey, Monroe. Schön, Sie zu sehen. Hey, Monroe. Schön, Sie zu sehen. Super. Bitte stören Sie mich nicht. Bitte stören Sie mich nicht. Okay. Ja, ist total lustig, weil das kann ich nachvollziehen. Ich will weiterarbeiten. Nein, wir machen eine soziale Interaktion, aber ich will weiterarbeiten. Los, mitkommen jetzt. Ich kenne dieses Problem nur zu gut. Lord Kinkyput. Nee, danke. Hallo. Give me a weapon. Wir haben den Photonenstoß mit einer Quantenstoßwaffe ersetzt. Sie benutzt Mikroquantentorpedos. Sie können sie mit dem neuen Holo-Programm testen. Juhu, Quantentorpedos verschießen, finde ich gut. Oh, hallo. Also, man erinnere sich. Im ersten Teil hatten wir einen Photonentorpedowerfer. Jetzt haben wir einen Quantentorpedowerfer. Ich bin begeistert. Ich liebe Quantentorpedos. Da braucht eine Sack viel Energiewaffe. Ich liebe Quantentorpedos. Es gibt sogar Lenktorpedos. Ist noch besser.
ist denn der letzte? Irgendeiner fehlt noch. Wo haben wir das? Ich werd beschossen. Kantenopedos! Was? So läuft er laut auch mal durchs Büro. Quatscht jeden an. Das stimmt. Das ist richtig. Fast so gut wie ein Klingone. Tja, die Klingonen wären froh, wenn sie so gut wären wie ich. Barclay an Monroe. Wir sind fertig. Wir können jetzt senden. Diese Idril-Rebellen haben einige sehr unorthodoxe Taktiken gegen uns angewendet. Sie können sich freuen, dass Sydney nur verwundet und nicht getötet wurde. Ich hoffe, sie werden mir noch eine Chance geben, um mich zu beweisen, Lieutenant. Klar. Diese Idril-Rebellen haben einige sehr unorthodoxe Taktiken gegen uns angewendet. Sie können sich freuen, dass Sydney... So, hier haben wir auch kein Schiffchen. So, auf zur Shuttle-Rampe. Deck 7, Shuttle-Rampe. So, sehr schön. Also, ich hoffe, wir dürfen unseren neuen Quantentorpedowerfer mitnehmen und dann, machen wir ein bisschen Stunk. Einfach alles in die Luft jagen, das finde ich sehr gut. So, hier haben wir was zu trinken eingeschenkt. Shuttle-Rampe, die ist relativ leicht zu finden. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht mit Ihnen unterhalten. Na gut, dann nicht. So. Das gibt wieder böse Kommentare. So. Hey, Monroe. Schön, Sie zu sehen. Ja, finde ich auch. Ist immer wieder schön, mich zu sehen. Kann ich nachvollziehen. So, kann ich hier eigentlich auch, lustigerweise. Hier fehlt ein Shuttle. Das ist das, was wir zu Schrott geflogen haben. So. Na, geht schon weiter. Omek ist auf der Sternenbasis und wird Krindo treffen. Nehmen Sie Krindos Shuttle zum Treffen. Wir halten die Enterprise außerhalb der Sensorenreichweite der Sternenbasis. Sie sind daher auf sich allein gestellt. Ich bin bereit. Klar, wir sind immer bereit. Ach ja. Tschüss, Barclay. So, was war's von Lazy Frosh jetzt? Die Tänzerin oben links. Lassen Sie die Triebwerke an, Sydney. Vielleicht müssen wir spontan los. Verstanden. Halten Sie Ihre Waffen verborgen, es sei denn, wir müssen uns verteidigen. Hoffentlich kommt Omek freiwillig mit. Okay, Krindo. Gehen wir zur Bar. Gut. Dann geht's mal los. Kenn ich doch. Kolonie auf Regula 5. So was Erniedrigendes. Moment, es kommt noch besser. Er sagt also, die seien in Kisten verpackt, aber ich soll auf keinen Fall hineinsehen. Merkwürdig. Ja. Also mache ich sie natürlich auf. Und was finde ich da? Tribbles. Tribbles? Das ist doch ein Scherz. Ich denke also, die kann ich schlecht ausliefern, aber ich brauche das Latinum. Verstehen Sie? Und was haben Sie da gemacht? Tribble Eintopf. Ist nicht wahr. Doch, schmeckt fast wie Hühnchen. Das Zeug habe ich den Flüchtlingen auf Farius Prime verkauft. Das muss ich mir merken. Das Problem ist, ich habe noch etwa 10 Tonnen Tribble-Haare, die ich loswerden muss. Tribble-Mäntel? Vielleicht, aber im Moment spiele ich eher mit dem Gedanken, Tribble-Mützen daraus zu machen. Der Markt ist da ziemlich gut, besonders unter den romulanischen Händlern nahe der neutralen Zone. Andererseits ist es im klingonischen Raum verboten, Tribbles in welchem Zustand auch immer zu verschiffen. Auch wahr. Klar, Triple-Suppe, Triple-Pelzmäntel, warum auch nicht? So, finde ich sehr gut. Hier gibt's 4 Verstecke. Diese alte Sternenbasis hat aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Well. Sieh mal eine an. Ein verstecktes Schiffchen. Schiffi, Schiffi, Schiffi. Ich wusste lustigerweise nicht, dass das da ist. Ich habe es einfach probiert. Weil ich dachte, so ein riesen Hangar, da muss es bestimmt was geben. Kommt doch gestern so ein riesiges Hexenwesen in meinen Laden. Ich sage, was kann ich für Sie tun? Und er zischt mich bloß an. Zischt? Ja, es war so eine Art zischendes Sprechen. Okay, jetzt wird's lächerlich. Komisch.
Und dann gibt er mir eine Karte, auf der bloß Gorn draufsteht. Gorn? Das habe ich irgendwo schon einmal gehört. Jedenfalls hat er immer wieder auf die Disruptoren gezeigt, als wolle er einen haben. So einem Irren würde ich gar keine Waffe verkaufen. Eben. Ich habe gesagt, er solle woanders hingehen. Mit Wesen seiner Art mache ich keine Geschäfte. Gut so. Wo bekomme ich so einen Mantel und eine Mütze her? Ja, Triple schwierig. So. Ich bezweifle jetzt einfach mal, dass hier noch ein drittes Schiffchen ist. Wir haben jetzt schon mal zwei Schiffe und zwei Verstecke gefunden. Das ist schon mal mehr, als wir sonst immer finden in dem Ganzen. Von daher bin ich sehr zufrieden schon mal. Bei diesen Kisten bin ich mittlerweile auch sehr skeptisch. Nachdem ich auf diese atrexianischen Kolonie die einfach wie Schalter runterdrücken konnte. Ich habe gehört, der Ferengi sucht neue Kunden. Ob er wohl im VIP-Raum ist? Die Ferengi sind ehrlos, mit ihnen handle ich nicht. Ich habe mit Ferengi einige meiner besten Geschäfte gemacht. Wie das mit den verstrahlten Plasmaregulatoren? Woher sollte er denn wissen, dass die von einem beschädigten Frachter der Packlet stammen? Oder das eine Mal, als ihn Omag die Brücke der Ferengi nah verkauft hat. Hm. Da haben Sie wohl recht. Daran hatte ich nicht gedacht. Natürlich habe ich recht. Sie sind ein ignoranter Packt. Sehr gut. Ich finde das gut, man muss sich viel öfter beleidigen immer. Ich denke darüber nach, eine Band zu gründen. Sie scherzen? Nein, ich meine es ernst. Warlock und ich üben schon seit ein paar Wochen gemeinsam. Und welche Musikrichtung spielen Sie? Naja, wenn wir an einem Ort wie diesem Erfolg haben sollen, müssen wir uns wohl auf eine Mischung aus klingonischer Oper und klassischer humanoider und andorianischer Musik konzentrieren. Das klingt ja fürchterlich. Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Dann fehlt uns nur noch eins. Ein Ort, an dem wir üben können. Ein Ort zum Üben. Moment mal, Sie denken dabei doch nicht etwa an meinen Lagerraum. Die Akustik dort ist toll. Auf gar keinen Fall. Ach, kommen Sie schon. Denken Sie an all das Latinum, das wir verdienen können. Ja, ist ein Argument. Dieses Argument kann man nicht abstreiten. Komme ich da rein? Ja, ich komme hier rein. Cool. Yay, ich habe drei Verstecke und drei Raumschiffe gefunden. Yay! Das ist, glaube ich, die beste Quote, die ich bisher hatte. Es ist interessant. Das ist die beste Quote, die ich bisher hatte in so einer Mission, glaube ich. Ich finde das gut. Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Ich bin wirklich sehr stolz. Ich sehe ihn nicht. Okay. Oh, hallo, Ladies. Okay, also das war's dann mit dem Let's Play. Ne? Wir gucken jetzt hier einfach mal den netten Damen beim Tanzen zu. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin der Kommandant des Transportschiffes Kaiten. Mein Freund sagt, Sie suchen ein Transportmittel? Allerdings, aber es müsste schon ein großes Schiff sein. Groß? Die Kaiten ist ein Transportschiff der Wuden-Klasse. Sollte mir das etwas sagen? Sagen wir einfach, sie ist groß. Ich habe schon romulanische Raumschiffe leergeräumt, und zwar nicht bloß die D-Kreuzer. Ich kann sogar noch mehr Ladung aufnehmen als die großen Schiffe der Dideridex-Klasse. Um was für eine Fracht handelt es sich? Bloß ich, 10 Transportcontainer mit zahmen Targs und keine dummen Fragen mehr. Was ist Ihr Ziel? Sagte ich nicht gerade noch, dass ich keine Fragen hören will? Die Koordinaten werde ich Ihnen geben, wenn wir die Station verlassen. 3000 Latinum im Voraus, sonst kommen wir nicht ins Geschäft. 3000? Für den Preis könnten wir uns ja fast einen eigenen klingonischen Bird of Prey kaufen. Sicherlich. Aber dort, wo Sie hinwollen, werden Sie bestimmt einen erfahrenen Piloten brauchen. Für den Preis könnten wir sicher auch einen Piloten anheuern. Was halten Sie davon, wenn Sie 2000 sofort bekommen und weitere 2000, wenn wir unser Ziel erreichen? 4000 insgesamt? Das ließe sich einrichten. Mein Schiff steht zu Ihrer Verfügung, mein Freund. Unsere Fracht wird binnen einer Stunde zur Verladung bereitstehen. Mal sehen, ob wir vor der Abreise noch einen Drink bekommen. Dort, wo wir hinwollen, könnte es etwas schwierig werden, an romulanisches Ale zu kommen. Ich nehme ein doppeltes. Finde ich sehr gut. So Verhandlungen, ich kenne das ja, so Verhandlungen verlaufen immer genau so nach Muster F.
So, fabelhafte Bewegungen. 10 von 10. TLP Tom, schönen Abend wünsche ich. Ja, gut, ist ein bisschen eintönig das Ganze, ich geb's zu. Hallo. Was starren Sie eigentlich an? Ich könnte Sie mit einem einzigen Schlag zermalmen. Vergessen Sie das nicht. Ich habe schon Wesen aus allen Völkern des Quadranten aus dieser Bar geworfen. Und Sie könnten der Nächste sein, Andari. Sehr gut. Was starren Sie eigentlich an? Ich könnte Sie mit einem einzigen Schlag zermalmen. Die VIP-Lounge ist verschlossen. Man kommt nur über den Barbesitzer hinein. Gut. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass die Klingonen immer so einen riesen fetzen Ausschnitt haben, der einen... Vor allem das Geile ist, ihr Ausschnitt ist größer als ihr Gesicht. So. Star Trek Online Bird of Prey für 3000 goldgepresstes Latinum. Ja, das wäre auch geil. Ich dachte, so verkaufst du auch. Nee, meine Verkaufdinge ist irgendwie anders. Diese Haare, das Gesicht. Wissen Sie was? Dieses gelagerte romulanische Ale ist nicht... Ist doch total geil. Viel lustiger finde ich aber sie hier. Nicht sofort, sondern holen alle paar Jahre ein paar Kisten davon aus dem Lager, ändern das Etikett und verkaufen es zum doppelten Preis. Im Ernst? Das ist ja furchtbar. Es ist wahr. Und noch etwas. Es ist gar nicht alles davon ein Jahrhundert alt. Manchmal ist es 150 Jahre alt und manchmal stammt es aus einer Kiste von vor 50 Jahren. Die mischen einfach das ganze Zeug und nehmen den Durchschnitt. Das ist Betrug. Ja, willkommen in der... Wir wollen noch eine Runde romulanisches Jahrhundert-Ale. Ja genau, gleich nochmal eins bestellen dann. Willkommen in der modernen Wirtschaft. Soll das ein Nausikaner sein? Ja. Bloß sicher nicht. Sie soll die Klingonen sein. Wie gesagt, der Ausschnitt ist größer als das Gesicht. Hallo. Wie viel kostet der VIP-Raum? Ha! Sie müssen sich erst beweisen und unseren nausikaanischen Freund im Nahkampf besiegen. Ihr wagt es, mich herauszufordern, Föderation! Sterbt! Machen Sie ihn fertig, Monroe! Aber sicher doch! Oh, das wird toll! Okay, wie soll das gehen? Ich finde es schön, dass die NPC alle ein Gespräch führen. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ich bin so klug. K-L-U-K. Den hast du schön fertig gemacht. Ja, das wird ein toller Kampf. Das Fiese ist, ich kann hier nicht blocken. Weil irgendwas trifft mich immer, obwohl der meilenweit entfernt ist. Okay, Kopuro wird gerade total wuschig. Nicht nur hübsch, auch noch stark. Ein Traum. Komm her, ich schlitz dein Gesicht auf. Das gibt's nicht. Der hat nicht mal was gemacht. Yeah. Gut. Hier ist der Code zum VIP-Raum. Kommen Sie zurück, wenn Sie Arbeit als Türsteher suchen. Ich finde, Coopers Lachen haben sie auch sehr gut integriert hier.
So, ich kann mir diese Haare nicht angucken. So lustig. Hallo, Große. Ich habe schon Wesen aus allen Völkern des Quadranten aus dieser Bar geworfen. Und sie könnten der Nächste sein. Ich hab dich... Andari. Ich hab dir gerade den Hintern versohlt. Was starren Sie eigentlich an? Ich könnte Sie mit einem einzigen Schlag zermalmen. Vergessen Sie das nicht. Ja, definitiv. Hat gut funktioniert. Ich habe schon die nebianische Schleimteufel gesehen. Die sahen besser aus als Sie. Danke. Verschwinden Sie. Vielleicht haben Sie mich nicht gehört, Schleimteufel, aber meinen Disruptor werden Sie bestimmt hören. Verschwinden Sie. Ja, ja, bin ich ja weg. So, Hexe auf Crack. Wenn ich es Ihnen sage, der Typ ist Adric Luxor. Was macht wohl ein berühmter resanischer Musiker hier? Ich weiß nicht. Vielleicht sucht er nach einer Idee für einen Imagewandel. Hier? Auf einer klingonischen Sternbasis? Sicher. Bestimmt will er einen Modetrend schaffen. Den Söldner-Look. Na gut, ich wette 50 Latinum darauf, dass der Typ da drüben Adric Luxor ist. 50 Latinum? Sie haben doch noch nicht mal 50 Latinum. Wenn Sie die hätten, dann wären Sie doch jetzt sicher im Casino. Hey, morgen kommt für mich eine Lieferung tolianischer Statuetten hier an. Die sind mindestens 50 Latinum wert. Statuetten? Was soll ich mit tolianischen Statuetten im Wert von 50 Latinum? Ich werde sie den Andorianern verkaufen. Das bringt mir noch mehr ein als 50 Latinum. Was soll denn ein andorianischer Söldner mit tolianischen Statuetten? Sie behalten sie nicht für sich. Sie geben sie ihren Frauen als Geschenke. Und die stellen sie gerne in Vitrinen im Gemeinschaftsraum ihrer Familien auf. Ach ja, ich glaube, ich war einmal in einer ihrer Behausungen. Mir wurde richtig schlecht bei dem Anblick. Ihre Frauen sind von diesen Dingern fast besessen. Egal wie viele davon sie bereits besitzen. Jedes Mal, wenn ein neues dieser Art auf den Markt kommt, verspüren sie den unbändigen Wunsch, es ihrer Sammlung hinzuzufügen. In Ordnung. Dann wette ich mit Ihnen um 50 Latinum, dass es nicht Adric Luxor ist. Aber ich will meine Bezahlung nicht in hässlichen Statuetten bekommen. Einverstanden. Also fragen wir ihn. Okay, wo ist der? Da drüben. Wo ist er hin? Ich glaube, er ist gegangen. So ein Pech. Ich hatte ihn noch fragen wollen, ob er Interesse an tolianischen Statuetten hat. Ich biete 300 Latinum. Ja. Sie sehen aus, als würden Sie selbst klarkommen. Ich an Ihrer Stelle würde mich aber trotzdem vorsehen. Ja, klar. Immer doch. So. Hallo. Da ist er. Gehen Sie zu ihm, ohne sich zu uns umzudrehen. Ah, Crindo. Setzen Sie sich, mein Freund. Wo haben Sie diese neue Hauptkontrolle gefunden? Wo haben Sie die alte gefunden? Auf Wiedersehen. Setzen Sie sich, Omek. Bleiben wir weiterhin freundlich. Freundlich? Je breiter jemand lacht, desto schärfer ist sein Messer. Erwerbsregel Nummer 48. Tut mir leid. Nie von der Hauptkontrolle gehört. Ja. So. So. Halten Sie Ihre Ohren offen. Wo ist die Hauptkontrolle? Regel 60. Wenn Sie lügen, lügen Sie konsequent. Okay. Regel 60. Wenn Sie lügen, lügen Sie konsequent. Okay, Sie haben meine Inkonsequenz bemerkt. Hier ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wo sich die Hauptkontrolle befindet. Regel 85. Lass nie die Konkurrenz wissen, was du denkst. Habe ich nicht vor. Und ich habe noch nie etwas von Ihrer Hauptkontrolle gehört. Lügende Ferengi. Man spricht die Wahrheit und wird der Lüge bezichtigt. Wie Regel 285. Einer guten Tat folgt die Strafe auf dem Fuße. Woher sollen wir wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Regel 181. Selbst Unehrlichkeit kann den Glanz des Profits nicht trüben. Sie sprechen die Wahrheit. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen ehrlichen Geschäftsmann. Regel 27. Sie sprechen die Wahrheit? Es gibt nichts Gefährlicheres als einen ehrlichen Geschäftsmann. Regel 27. Dann bin ich zu gefährlich für Sie, da ich nichts als die Wahrheit erzähle. Okay.
So, das ist ja lustig, dass ihr übrigens die ganzen Erwerbsregeln kennt. Als Föderationslieutenant kennst du alle Erwerbsregeln. Ich möchte nicht die Stundenpläne der Sternflottenakademie sehen. Woher sollen wir wissen, dass sie die Wahrheit sagen? Regel 181. Selbst Unehrlichkeit kann den Glanz des Prophetes nicht trüben. Weil ich nicht wissen will, wo sie ist. Wenn ich den Standort kennen würde, hätte mein Kunde Sorge, dass ich sie weiterverkaufen würde. Warum soll ich ihm einen Grund geben, mich zu töten? Nein, ich habe lediglich Quindos Daten aus den alten Ruinen verkauft und meinen Kunden mit den Sternkarten suchen lassen. Aber ich habe ihnen falsche Daten gegeben. Falsche Daten? Wer ist denn nun der Lügner? Natürlich habe ich gelogen. Ich bin zu klug, um ihnen zu vertrauen. Aber dumm genug, mein Shuttle zu benutzen. Regel 99. Vertrauen ist die größte aller Verpflichtungen. Das Shuttle hat mir alle Daten übermittelt. Sohn einer... Regel 31. Mache niemals Witze über eine Ferengi-Mutter. Beleidige stattdessen jemand, der ihm am Herzen liegt. Ich töte sie. Nein, werden Sie nicht. Omak, geben Sie uns den Namen Ihres Kunden und Sie können gehen. Regel 76. Du musst für eine Weile sagen, ich brauche Frieden. Aber Krieg ist gut für das Geschäft. Regel 34. Und noch eine zweite. Lass dich und ihn kämpfen. Latinum für die Köpfe der Föderation! Gonzales, bleiben Sie mit Crindo hier. Aye, Sir. Ich kümmere mich darum. So. Ja. Versager kommen mit einem Messer zur Schießerei. Versager-Klingonen. Also mal ehrlich, ne, wenn mit einem Messer zu einer Schießerei kommt, sorry, aber... So, mir fehlt immer noch ein Versteck und ein Schiffchen. Wo auch immer das ist. Ah, ach, das ist ja fies. Kinders! Ja, okay. Ich gebe zu, das war nicht ganz gut durchdacht. Ich gebe es voll und ganz zu, mein Plan hat einen kleinen Fehler gehabt. So. Lass mich rein. Muss mich eben mal voll heilen. So. Niemand hält die Föderation auf. Not on my watch. Ich wusste nicht, dass sie mir gefolgt sind. Da steht alles im Memor. Past Game State Bad. Was? Da steht alles im Memory Alpha auf dem Pad. Auch sehr schön. Da ist einfach das Spiel abgeschmiert. So. Fang mich, fang mich, fang mich. Guck mal, ich grill dich. Wir sind eigentlich voll der Massenmörder, wenn man es mal genau betrachtet. Ich bin ein Idiot.
So, was für ein Loser bringt einen Phaser zu einem Messerkampf? Das werde wohl ich. Wir könnten aus Spaß mal... Lasst uns Quantentorpedos schießen! Ich liebe Quantentorpedos. So. Außer was heißt hier Loser? Hat Janik mich gerade einen Loser genannt? Ich glaube, es hackt. Die klingonische Ehre ist ja total toll, aber leider, was kriege ich hier? Einen Haufen Klingonen. Super. Ach Mann, ich hasse es, wenn ich mal sterbe. Habe ich dann gespeichert gehabt? Offensichtlich nicht. Irgendwie ist das nicht gut. Nehme ich halt ein Sturmgewehr. So. Erklärt mir bitte mal, warum ich die jetzt nicht gesehen habe da hinten. Ich bin so schlecht. So. Ich muss mich mal voll heilen, sonst wird das nichts. Mit zu wenig Leben rumlaufen ist kein Spaß. So. Ach, ich muss hier hoch. Okay. Hallo. Ich finde es geil, wie wir so wegfliegen. So Richtung... Fa, fu, fa, fu, fa. Okay, lustig, wir haben ein Schiffchen tatsächlich übersehen. Na gut. Ha, dann haben wir ein Schiffchen übersehen. Keine Ahnung, wo das war. Alle drei, wir Hier gibt's kein Versteck. Gut. Haben wir das. Ich frage mich, wo das letzte Schiffchen war. Föderation, worin liegt der Profit, mich zu verfolgen?